So, liebe Freunde, willkommen zurück. Jetzt ist die Frage, wofür wir diesen depperten Urikalkumbarren brauchen. Wetttrinken, finde den Hund, töte den Anführer, erkunde. Lass dir die Zukunft voraussagen, töte, finde das Schwert, besuche das Museum. Bringe Itgrods Notiz zu Danica, das klingt doch gut. Dann sind wir die blöde Notiz los. Also mal los hier. Oh, verdammt. Ich glaube, wir tragen zu viel. Nein, sogar viel zu viel. Okay. Ah, da draußen ist doch unsere Hehlerin. Da können wir einiges loswerden. Na? Müssen wir kurz warten. So. Hallo. Wenn ihr Zeit, den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal sehen. So. Oh, 1300 ist das Ding wert. Zu geil. Ebenerz, Eisenschwert. Elfen. Die würde ich erstmal verzaubern, dann sind sie noch mehr wert. Cool. Behalten wir aber. Kommt in die Kiste. Endlich sind wir die Zwergenbolzen los. Sehr schön. Eisen. Ebenerzrüstung. Heiligsblechle. Verzaubern wir auch, dann ist sie noch mehr wert. Rockküchestiefel. Ah, die sind schon verzaubert. Allerdings würde ich die gerne in die Kiste stecken bei uns daheim. Stiefel. So, jetzt können wir wenigstens... Mitglieder der Diebesgilde bekommen bei mir Sonderpreise. Ah, hier haben wir auch einen Haufen. Zeigt mal, was ihr habt. Bla, bla, bla. Hey, den konnten wir jetzt verkaufen. Sehr gut. Den Tollkirschenextrakt, den wir zurückgeklaut haben. Schon angenehm, wie viel Gold die inzwischen haben, unsere Hehler. Jetzt Vorsicht. Perfekt. Kommt schnell wieder zurück und bringt neue Waren mit. Jo, Freunde, wir gehen jetzt trotzdem mal kurz in die Festung und kaufen uns Seelensteine. Das ist noch wichtig, dass wir Verzauberung weiterscalen können. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Balgruuf ist Weißlauf, ne? Das ist der Jarl von Weißlauf. Was ist mit dem los? Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig. Oh. Wartet. Was? Ich kenne euch doch. Tust du nicht. Sackgesicht. Wo ist der Mage? Mage. Magierich, wo bist du? Da bist du. Ah, den kann ich dann gleich mal verwenden, Kumpel. Oh, ein Stein von Benesia, Berenzia, was auch immer. Meiner, gib mir den. So, Kriecherranke. Schön, was der hier alles hat. Und er checkt halt nichts. Allerdings liegen keine Seelensteine herum. Das ist sehr schade. Vielleicht habt ihr es noch nicht gehört. Geh weg. Aber die Diebesgilde ist wieder da. Wirklich? Windhelm ist jetzt ihre Stadt, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh ja. Das ist sie. Da sind Seelensteine. Die kommen wir aber nicht so recht ran, weil der da steht. Macht nichts. Jetzt labern wir erstmal mit dem. Wenn Ulfric Zauber und Beschwörungen für jene, so, die sie anwenden können. Eigentlich brauchen wir nur die Lehren. Die anderen sind echt schweineteuer. Den können wir nehmen. So, jetzt gehen wir da weg. Ich will da hin. Danke.
Okay, gucken wir mal. Oh, Magieresistenz braucht natürlich kein Mensch, aber egal. Also ich zumindest nicht. Oh, den schwarzen möchte ich behalten. Der ist heftig. Ist, glaube ich, der höchste. Wir haben leider gar nicht viele. Aber ein bisschen was bringt es immerhin. Das Holzschwert brauchen wir jetzt nicht verzaubern. Wenn wir eh kaum Steine haben. Darum ist es jetzt auch wichtig, den schwarzen zu behalten, falls der Drachenknochenbogen leer wird. Okay. Dann auch das Holzschwert. So. Fertig. Jetzt ist der Typ hoffentlich irgendwo. Ah, der sitzt jetzt da. Das könnte klappen. Sehr schön. Uns am Eimer verletzt. Ich bin nicht da. Warte mal. Na, geht doch. Danke. Und tschüss. Sehr schön. Das gleiche mache ich jetzt in den anderen Hauptstädten auch, wenn wir vorbeikommen. Und jetzt bin ich gespannt. Hey! Hey? Was, hey? Bin ich gespannt, wo diese Notiz sind. Dann sollen sie mit ihr. So. Sieht jemand den Pfeil? Da. Ah, ich weiß, wo die herkommt, die Notiz, glaube ich. Das ist, die Leute labern einen an, geben ein Zeug und dann sind sie weg. Das ist furchtbar. Ich weiß immer gar nicht, wo die Quests herkommen. Wartet mal, wir können es ja lesen. Nee, können wir nicht, weil es eine sonstige ist. Dann lesen wir jetzt die Notiz. Wie gesagt, sorry, Freunde, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Da. Schwester Danica, Jorik ist immer noch schwermütig. Ansonsten befindet er sich jedoch in guter Verfassung. Die Tränke, die ihr mir gegeben habt, haben seine Albträume gelindert. Doch leider sind die Gaben meiner Familie bei ihm stark ausgeprägt. Idgrot, die Jüngere. Bin ich gespannt, was das wird. Ach, jetzt ist er nach Hause gegangen. Tempel von Kynaret, okay. Hi. Kann man hier was klauen? Hey. Willkommen, Kind. Hier ist eine Lieferung von Idgrot. Joriks Schwester? Ich fühle mich das schon arme besser. Kind. Die Magie steckt dieser Familie im Blut. Und das ist nicht immer ein Segen. Ich danke euch dafür. Hier, eine kleine Belohnung. Oh, eine kleine Belohnung. 750. Erzählt mir etwas über diesen Tempel. Das ist der Tempel von Kynaret. Der Gülden Grünbaum vor seinen Türen wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Die Anhänger von Kynaret spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Wieso ist der Baum so besonders? Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Gibt es eine Möglichkeit, den Baum wiederzubeleben? Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Ja. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Welche Waffe würde funktionieren? Ahnenschimmer ist älter als Metall. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen.
Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Ich besorge Nesselfluch für euch. Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Natürlich werden sie das. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Was die alles weiß? Ich halte diese Nun, Schmerzen nicht habt aus. Ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Seid ihr eine Priesterin von Kynaret? So ist es. Der Tempel hier in dieser Stadt untersteht meiner Obhut. Der himmlische Segen der Göttin hat zweifellos dazu beigetragen, aus Weißlauf eine blühende, wohlhabende Stadt zu machen. Schließlich ist sie es, die unserer Saat Regen schenkt und an Erntetagen für gutes Wetter sorgt. Okay. Ja, dann machen wir doch gleich die Quest. Sehr gut. So. Der Segen der Natur. Okay, ist aktiv. Sieht jemand den Pfeil? Ich nicht. Nee, ach da. Wo? Wo denn? Hä? Da ist der Pfeil. Ah, hier. Ach du Schande, wie kommen wir denn da hin? Na, das wird lustig. Bergsteigen! Super! Der Segen der Natur. Ich weiß ja nicht. Ein Wurm zerstören, um den anderen zu retten. Naja. Da links. Auf Autowalk. Dann kann ich nebenbei ein bisschen Kaffee schlürfen. Ich weiß nicht, wie es. Aber ich habe halt echt Halsschmerzen. Ich weiß, ich sollte da Tee trinken, aber. Naja. Hauptsache warm. Die letzten Tage habe ich echt viel hier moderiert. Nicht, dass ich das bereue, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Dennoch merke ich es ein bisschen in meinem Halskratzen. Uff. Ey, echt, Schattenbeine ist kein Pferd, das ist ein Ziegenbock. Der bei raufkommt? Hä? Okay, wir sind fast da. Jetzt müssen wir hier wieder runter. Runter gehe ich immer ohne Pferd, wisst schon warum. Der hat es nicht so mit Fallschaden und so. Das Mähnchen. Hm. Ja, wir übrigens auch nicht. So, was haben wir denn hier? Die gerade den Hasen bedroht. Ich glaube, es hackt. Ist ja jetzt ganz geil, Freunde. Wir hauen ab. Weil wir nicht gespeichert haben. Ich wollte eigentlich nur mal diese Ruine hier entdecken. Jetzt habe ich gleich die Banditen mitentdeckt. Macht aber nichts. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wenigstens leichter auslaufen. Ja. Tja, shit happens, würde ich meinen. Wo seid ihr? Der Schablon. Ach du Scheiße, da waren Fallen. Nein, jetzt hätten wir es fast geschafft. So ein Mist. Oh Gott, wo wir jetzt wohl landen? Sorry, Freunde. Mein Fehler. Bin heute nicht ganz fit, wie gesagt. Naja, geht ja noch. Muss man noch mal hinreiten. Der Weg war ja nicht weit. Ich würde fast laufen. Oder? Ja, eigentlich schon. Eigentlich würde ich fast laufen. Fuß geht bergauf immer besser als mit Pferd.
einfach direkt drauf zu, dann kann ich schief gehen. Hübchen. Ach du Schande, wir tragen immer noch viel zu viel. Wir entdecken das Ding, dann gehe ich kurz nach Weißlauf zum Abladen und dann geht's weiter. Ihr wisst, ich hasse es, das zu tun, aber es ist nötig, wie ihr seht. Wir brauchen einfach die Seelen. Das Häschen hatte ich vorhin auch schon abgesehen. Armes Babylein. So, lauf da. Na also. Okay, da ist schon der erste. Bitten ins Herz, Freunde. Super, bin begeistert. Wo ist es denn gelandet? Irgendwo im Unterholz werden wir wahrscheinlich nicht finden. Also natürlich, wenn wir uns jetzt Mühe geben würden, würden wir es natürlich finden, aber der hat eh nichts dabei. Außer eine Robe. Ja, die können ja wirklich gar nichts. Ui. Was geht bei dir so? Ich will den Sack. Gib mir den Sack. Aus Weg. Mein Sack. Und meine Pilze. Alles meins. Weißenfels. Perfekt. So. Wir sind gleich zurück. Oh, Feinde in der Nähe. Na, herrlich. Wo denn? Ich sehe sie halt nicht mal. Auf der Karte werden sie auch nicht angezeigt. Auch wenn er uns jetzt nicht mehr sucht. Das Problem ist, wir sind ja trotzdem... Also die sind ja trotzdem in der Nähe, das heißt, wir können trotzdem nicht abhauen. Das sind also Fallen. Interessant, habe ich noch nie gesehen vorher. Hexenraben. Hatten wir noch gar nicht. Freut euch drauf, die sind echt eklig. Ups. Helikopter! Alter, wie tief fliegt denn der? Macht einen riesen Lärm hier. So. Das Gute bei Hexen ist, die haben meistens irgendwo Alchemiezutaten rumliegen. Okay. Das sind übrigens normale Hexen, keine Hexenraben. Ist euch sicher schon aufgefallen. Zehnstein, begeistert. That's what we need. Oha, ein Zweiglingskopf. Das ist gruselig. Die sind schwer zu besiegen, die Zweiglinge. That's not very easy. Das ist ein Hexenrabe. Der Hexenrabe ist die Quest? Wie geht denn das? Soll das etwa so einfach sein, dieses Messer zu holen? Wir können uns jetzt heilen, Freunde, aber das geht nicht. Wir machen einfach mal vernünftig hier mit Schleichen und so und dann hat sich das. Leichter gesagt als getan, das Ding sieht ja alles. Daneben. Der nicht.
Schieß einfach mal auf den Questpfeil. Ich sehe das Ding überhaupt nicht. Jetzt ist er hinterm Zelt. Hey! Kommst du her? Sag es nicht. Der Bogen ist leer. Nee, ist er nicht. Er ist der falsche, deshalb. Ach komm, wo ist es, das Viech? Versteckt sich da. Verstecken ist langweilig. Du kannst einfach auf den Questpfeil zielen. Das ist ziemlich cool. Und was ist das? Das ist was. Oh, Edelsteine, die in der Luft hängen. Ich bin begeistert. Haben. Zweiten auch haben. Gib, gib, gib. Gib, gib, gib. Gib, gib jetzt. Gib mir den. Gib, 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 gib. Gib. Juhu. Okay. Zweigling. Alter, die opfern die hier. Das ist krank. Schädel kriegt man auch keinen. So, ihr Lieben, das ist ein Hexenrabe. Da. So sehen die aus. Mit Pfeilen im Kopf. Wunderschön. Hallo. 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 Genau, so sehen die aus. Voll eklig. Nesselfluch. Sehr schön. Ja, das war ja einfach. Ich habe gedacht, das ist jetzt hier so ein riesen Trara, das Ding zu holen, aber es war ja easy. Hexenklauen. Seelenstein. Was ist das? Nein, ich wollte doch die Federn. Ach, nervig. Federn. Da ist noch was. Ich komme aber irgendwie nicht dran. Na egal. So wichtig kann es nicht sein. Das ist, glaube ich, ein Säbelzahntigerauge, wenn ich mir das recht anschaue. Hier war noch eine Magierin. Noch eine letzte. So. Zurück nach Weißlauf. Bin mir sicher, wir müssen das Harz auch holen. Nein. Braves Kind. Schön da stehen bleiben. Einfach in Ruhe lassen. Einen kann man ja verkaufen. Irgendwas fehlt uns. Stiefel, Rüstung, Handschuhe. Stiefel, Rüstung, Handschuhe. Die Mütze fehlt. Wo ist die Mütze? Ja. Einfach die Mütze abgelegt. So, die verkaufen wir. Die verkaufen wir auch. Die Ethereum-Kriege fliegen jetzt auch dann raus, hey. Die gehen mir so auf den Keks. Fast so schlimm wie der Ethereum-Splitter. Gold behalten wir mal. Denn wir brauchen immer noch Seelensteine. Die sind nicht ganz billig. Armes Ich. Krankes Ich.
glaube, ich google jetzt dann mal, wo die übrigen Steine von Berencia sind. Berencia, die gehen mir so auf den Keks. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und für so Sachen wie zum Beispiel Torix Kriegshorn habe ich noch überhaupt keine Verwendung. Da habe ich keine Ahnung, wo das hin muss. Das haben wir irgendwem einfach mal geklaut. Wir suchen Seelensteine. Einer ist bei S und einer müsste... Tja. Das ist auch nicht so schlimm, wenn wir ihn nicht finden. Könnt ihr dich hier mal mitnehmen? Wichtig ist, dass man den schwarzen mitnehmen. Großer Seelenstein, da ist er. Also jetzt zu S. RS, schwarzer Seelenstein brauchen wir. Da ist er. So, Pfeile packe ich jetzt immer hier rein. Elfen können weg. Stahl hole ich raus, wenn wir noch welche haben. Hier mit den Stahlpfeilen ist mir was Blödes passiert. Ich habe mich hochnehmen lassen, in Einsamkeit oder so hatten wir Kopfgeld. Und dummerweise haben die mir alle Stahlpfeile abgenommen, weil wir die alle den Wachen geklaut hatten. Wie hört, habt ihr den Talmor ein blaues Auge verpasst? Es ist wirklich nicht einer übrig geblieben. Im Namen des Jahres. Zu geil. Wir haben den Talmor ein blaues Auge verpasst. Ja, das stimmt. Fürchtet euch nicht. Drache oder Riese, wir werden mit allem fertig. Ja, ihr vor allem. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. So, war denn dieser Tempel? Der ist hier, ne? Also steht auf! Steht auf! Hier, Tempel von Kynaret, wie auch immer das ist. Keine Ahnung. Mögen die Götter euch segnen. Selber. Nun. Oh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Nun, ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles weitere kümmern? Ist klar. Was muss getan werden? Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Ich halte diese Schmerzen nicht aus. Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer Hain reist? Kann ich euch helfen? Ich bin ein Reisender, ein Pilger. Ich folge der Stimme von Kynaret, wo auch immer man sie hören kann. Ich träume schon seit Jahren davon, Ahnenschimmer zu sehen. Darf ich an eurer Seite reisen? Ich verspreche auch, nicht im Weg zu stehen. Oh nein! Ihr seid zu freundlich. Ja, geil. Jetzt haben wir da so einen Typen dabei. Ich bin begeistert. Oh, Freunde, ich will das. Ich will das. Aber ich kann jetzt auch nicht ablehnen. Das ist auch scheiße. Weil falls der dann auch eine Quest hat, kriegt man sie nicht. Das kann man nicht bringen. Oh Gott. Jetzt haben wir da so Gammler hinter uns herlaufen. Nicht schon wieder. Ich fühle mich schon jetzt waren mal gerade alle Gammler los. Brynjolf und Kalia und Mersa und was weiß ich, wie sie alle heißen. Tja, der nächste. Ach, Freunde. Da machst du was mit, bis in Rente gehst, hey. Das sage ich dir. Das sage ich euch. Haben. Wenigstens verpetzt uns der Typ nicht, dass wir alles mitgehen lassen. Wusste ich doch, dass da irgendwo ein Lehrbuch dazwischen ist. Also ich wusste es nicht, aber ich wusste es. So, jetzt gehen wir noch kurz an den Hof. Um Seelensteine zu kaufen und dann packen wir es. Oh, ey. Danke. Und zum Gradler da dabei. Toll, die ist leer. Gehen wir auf viel Gold hier. Ein Grattler kommt selten allein. Oh. Da lang.
auf zur Drachenfeste. Sturmwind, nehmt das Wort des Mächtigen Talos an, der sowohl Mensch als auch... Talos. Talos war ein Drachenblut, oder? Oder war der Kaiser oder König oder Jarl? Was war denn der? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen die Bücher mal lesen irgendwann. Die Betonung liegt auf irgendwann. Hallo, wie geht's euch? Hey, Gratler. Schon gehofft, er hatte vielleicht unsere Spur verloren, aber habe ich falsch gehofft. Das ist so geil, dass wir alles einfach nehmen dürfen. Sogar die Möhren. So. Haben wir uns 1 Euro beim Aldi gespart, wenn wir hier die Möhren mitnehmen. So, ein Fisch. Ah, der ist schon abgearbeitet, abgeerntet. Wie auch immer. Wie auch immer man das bei Fisch nennt. Zauberer, ich hasse dich, aber das tut nichts zur Sache. Die Göttlichen sind euch hold, mein Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Mit armseliger Seele. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Halt die Klappe! Nein, nicht den Schwarzen, um Gottes Willen. Draglas 200, 300, ne? Ist fast die Hälfte. Eigentlich müssen wir noch mal kurz. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflicht mindestens genauso ernst. Ihr seht aber wirklich. Wie sehen wir bitte aus? Ich will es gar nicht wissen. So, jetzt gibst du mir noch deine Pfeile, dass wir genug dabei haben. Hui! Das ist übrigens die Metalle Jorvaskr. Machen wir auch irgendwann. Aber jetzt sind wir gerade anderweitig beschäftigt. Was ist denn mit dem Typen los? Müsst ihr mir vorstellen, wie dumm der sich vorkommen muss, da den ganzen Tag zu stehen ich und rumzuklappen? Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. So, machen wir noch ein bisschen Alchemiezeug sammeln hier. Mach mal noch Alchemiezeug sammeln. Wenn euch etwas gefällt. Das meiste hier dürfen wir nehmen, von daher ist das no prop. Und hier ist immer ein Seelenstein. Wir stehen auf dem Tresen, klauen was und sie sieht's nicht. Es ist so geil. Einfach so geil. Was benötigt ihr, mein Freund? Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. I want to klau das da, bitte. Geh aus dem Weg, du Sackgesicht! Ha! Oh, für das da. Danke. So, das ist nämlich immer ganz gut, hier das Zeug zu holen fürs Alchemie machen. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Geh da weg! Er steht vor meinem Glühstaub. So. Okay,